Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess und wir sind ein Wolf. Und ja, so als Wolf, wir hängen hier fest. Was denn jetzt? Ich. Oh, da kriegt man ja Angst. Aber ob es wohl so klug ist, so ein knurrendes Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Gut so. Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie. Ach so! Na, bist ein braves Hündchen und jetzt sei schön ruhig. Überrascht? Aber wo sind wir nur hingekommen? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. Alles klar. So, wir müssen jetzt da raus zu diesem komischen, wir wissen ja offiziell noch nicht, wie es heißt. Moment. Hier war irgendwo was zum Wühlen, das weiß ich noch. Reden wir nochmal. Hey, was ist los mit dir? Komm rüber, aber fix. Wenn du auf normalen Wegen nicht rauskommst, findest du ja vielleicht irgendein Loch, durch das du entkommen kannst. Ich meine, Löcher gibt's an Orten wie diesen doch normalerweise immer. Ja, aber... hier? Ich kann hier nicht buddeln. Ich kann hier auch nicht kaputt machen, aber normalerweise kann man doch hier was kaputt machen. Ja. Ja, ein Loch finden. Ich wühle mich ja hier schon durch. Ach so! Die Attacke hier hilft uns nicht. Wir müssen die Attacke hier machen. Okay, dann wühlen wir uns hier mal raus. Okay. Stimmt, ja, ich mein, hey. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du auf dem Steuerkreuz nach oben, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Ich habe immer noch nicht den Namen dieser ominösen Kreatur erfahren. Deswegen werde ich sie auch immer noch nicht nennen. Liebe Freunde der Nacht. So, hier müssen wir lang. Glaube ich. Nee. Da müssen wir lang. So. Und, sie gibt uns auch... man hört es vielleicht... am, Controller. Also der Controller macht manchmal... ich höre es jetzt leider nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich Kopfhörer auf habe, die ich gerade nicht leiser stellen kann. Warum auch immer. Aha, das ist ja... pass auf, ich zeige dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drück auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, um dein Gespür zu schärfen und dann sieh genau hin. Okay. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein.
Verdammt, kein Schritt weiter. Steht bleiben. Ja. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest vielleicht dein Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Ja. Oh mein Gott. Wow. Immer schön Gegner töten. Aber ich sehe hier... Ach ja. So, da müssen wir rein. Lass mal hier reingehen. Okay. Also hier war nichts, alles klar. Ach, guck mal, hier ist jetzt offen. Okay. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als Celestie gewöhnt zu haben. Deshalb lass dich dir mal was sagen. Lass dir mal was sagen. Wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Das heißt, wir können auch eine Wirbelattacke machen. Und die sieht so aus. Und damit ist sie wieder aufgeladen. So. Einmal hier öffnen. Da rein. Und diese ekelhaften Viecher töten. So, wir gehen aber mal weiter. Hier können wir nicht lang. Hier sollten wir nicht lang. Weil... böse Gestalten. Ich will, bevor ich das Wasser hochmache, erstmal hier lang. So. Wow! Alter, ich bin gerade echt erschrocken. Ich bin gerade ernsthaft erschrocken, Leute. So. Ja, hier ist sonst nichts, okay? Alles klar. Ist hier vielleicht doch noch was zum Hochziehen? Ja, hier ist was zum Hochziehen. So. Und da öffnet sich die Schleuse. Und das Wasser kommt herein. So. Feine. Können wir hier nicht irgendwie das Gitter kaputt machen? So. Erstmal dich hier kaputt machen. Und jetzt können wir auch hier rüber schwimmen. So. Na? Ah, Hilfe. Aber ich kann im Wasser nicht kämpfen. So. Muss man ja auch erstmal dran denken. So, hier haben wir wieder einen Soldaten. Huch. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss hier raus! Das stinkt ja erbärmlich. Also lange will ich hier auf keinen Fall bleiben. Ja, ist okay. Seltsame Kreatur. Komm schon hierher. Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das musst du schon selbst schaffen. So. Dann müssen wir, glaube ich, hier irgendwo rein. Soweit ich das weiß. Hier. Hier. Einmal ziehen. Und... wow. Schnell, schnell, schnell. So. Mach mal kaputt. Okay. Da komme ich nicht rein. Okay. Machen wir erstmal die Viecher hier platt. Die nerven nämlich hart. So. Das hätte noch nicht mehr gereicht hier. Können wir eigentlich auch tauchen? Wie ging das nochmal? Irgendwas musste ich machen. Und wenn es hier durchlaufen ist. Hä? Wie ging das nochmal? Ach, das Wasser wieder runterlassen, oder?
Ja, das Wasser wieder runterlassen. So. Hier können wir dran ziehen. Geht das hier auf? Aua. Verpisst euch einfach. So. Hallo. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Ja. Du siehst, ja. Er sieht uns nicht, ne? Das wisst ihr schon. Wird aber noch erklärt. So, das Wasser fließt ab. Sehr schön. Leute, ich liebe diese... Ich liebe einfach dieses Feeling in diesem Spiel. Dieses Düstere. So. Ah, hier können wir rein. So war das, genau. Ja, ist okay. Der komisches Vieh. Von dem wir immer noch nicht wissen, wie es heißt. Ihr Göttin Hyrule, ich will nur ein einfacher Soldat, der niemand Böses will. Bitte errettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Ah. Okay. Hallöchen. Hehe, manchmal führen Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du da auch immer dein Gespür? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du wohl, wo wir sind? Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Ja, ja, ist ja gut. Wir wollen ja hier raus. Ja. So. Dann werden wir hier mal im Kreis gehen. Oh Mann, was sollte das denn werden? Ja, ein Sprungversuch. Aua. Hurensohn. Entschuldigung. Das ist wieder ein Wort, was ich rausnehmen werde. So. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du halt findest. Nimm mich einfach mit Z ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. So. Das sind diese Chosen. Ja. Sehr schön. Jetzt über das Seil rüber. Über das Seil rüber. Nee, nicht über das Seil rüber. Hier nicht. Hier geht's ja wieder nach unten. So, einer weniger. Weiter oben muss ich übers Seil rüber. Nämlich hier. Oh, 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 oh. Die Steuerung mit dem Wolf ist halt doch ein bisschen dürftig. Aber hey. So. Manchmal müssen wir das schnell machen, manchmal müssen wir uns Zeit lassen. Je nachdem. Oha. So. Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier noch ein Herz finden. Da ist eins. Damit wir auch hier nicht verrecken. Das wollen wir ja nicht. Wo müssen wir denn? Ach ja, genau. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Na, eigentlich nicht. Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. So. Alles klar. Komm, mach mal den Part mal ein bisschen länger. Oh mein Gott, wo sind wir nur? Ich habe ja gar keine Ahnung. Muss jetzt noch auf jeden Fall bis dahin spielen, wo wir den nächsten Speicherpunkt haben. Und da werde ich dann auch den Part beenden, weil ich werde auch diese Aufnahmesession beenden. Ist nämlich immer noch die erste Aufnahmesession. Und, ja, gestartet ist dieses Projekt ja... ja, sorry, dass ich es jetzt weggedrückt habe. So zur Info, was sie gesagt hat. Die Wolken hier, die sind halt, schwarz. Ne? So manchmal habe ich das Gefühl... Ja, geht schon. So. Die Wolken hier sind halt schwarz. Und, ja, das findet sie halt sehr schön. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hergekommen sind.
Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen. Du denkst, ich lüge? Na dann verwende doch mal dein Gespür. Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster? Und was ist hier eigentlich los? Was ist nur los in Schloss Hyrule? Oh, wir sind in Schloss Hyrule. Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. So, die Kiste hier erstmal ranschieben. Oder auch nicht, einfach drüber springen. So. Und da kommen sie, die Vogelmonster. Die ich ja so sehr mag. Das sind so mit meine Hassgegner. Das war's. Der ist down. Hero down. Und da kommt aber schon der nächste. Bam. Lässt mir zumindest Zeit, um mal hier hochzugehen. Zack. Down. Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist. Aber ist okay. Jetzt sind wir wieder hier. Bam. Einmal. Und zweimal. So. Und dich machen wir jetzt auch bei Zeiten fertig. Einmal. Oh. Deswegen hasse ich diese Stelle. Ohne Scheiß. Das ist der Grund, warum ich diese Stelle hasse. Ne? Komm. Einmal. Und zweimal. Oh, und jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Oh, das ist ein Herz. Sehr schön. So. Oh. Ich würde gerne erstmal hier hoch. Aua. Ach, du fieses Wichskrüppelvieh, ey. Entschuldigung. Das ist einfach viel zu eng, Leute. Das ist einfach viel zu eng. So, einmal. Herz aufsammeln. Und zweimal. So. Diesmal natzt du mich nicht. Diesmal gehe ich nämlich erst nach hier oben. Einmal. Und zweimal. Na geht doch. Jetzt bloß nicht aus Versehen runterfallen. Ey, dann würde ich mich so ärgern. So, hier nicht. Da. Komm schon, wir sind ja bald da. Oh, jetzt noch schnell übers Dach tingeln. Okay. Hier sind sie wieder, die Vogelmonster. Wow. Ah. Okay. Lass mich mal hier hoch. Lass mich hier hoch. Lass mich hier rein. Okay. Huh. Wow. Das ist so, so eine Stelle am Anfang, die ich direkt hasse, Leute. Das ist so wirklich diese Stelle, die ich direkt hasse. So, wir müssen nach oben in den Turm. Lass mal hier wieder die Herzen auffüllen. Und da sind wir. Und ich bin ruhig. So, wobei, ich muss vorlesen. Wir haben ja keine Sprachausgabe. Wäre noch schöner. Medner? Und jetzt haben wir den Namen erfahren. Ihr erinnert euch also an mich. Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht. Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was er eigentlich hier macht. Und was hier passiert.
Wollt ihr eben nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, er hat sich redlich verdient. Ich glaube, das hat er sich redlich verdient, meine Fürstin. Fürstin der Schatten. Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jenem Hyrule, dem einstmals die Kraft der Götter innewohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einem Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Trefft eure Wahl. Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Finsternis hüllt Hyrule ein und das Licht sind die Menschen. Und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensterhafte Wesen. Gespensterhafte Wesen. Was für ein Deutsch. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Dämonen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Fall nicht mit, ne? Ich bin Zelda. Wer hätte das gedacht? Nun mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Uns ermöglicht dieser Ort ein angenehmes Leben. Und schließlich ist die Welt des Lichts doch nur in ein Schattenreich verwandelt worden. Midna, die Wesen der Finsternis versuchen, eurer habhaft zu werden. Sagt mir warum. Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Flieht besser, solange ihr noch könnt. Alles klar. Und hier speichern wir, das heißt, hier beenden wir den Part. Wir können hier gerade nicht speichern. Nein, auf Plus, da speichern wir. So, einmal speichern, einmal Link und einmal Ja.
Und ihr seht schon, wann ich hier aufnehme. 19.07.2015 um 21 Uhr 57. Wir haben jetzt schon 2 Stunden Spielzeit fast zusammen, ne? Wow. Wir klicken mal auf Ja, alles klar. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dieser Part war jetzt etwas lange. Und bis denn, euer Nightfox.